beautiful thing about working in an environment where there's various generations represented is that you also get a lot of inspiration from day-to-day conversations. We are in transition, and I guess every organization at this point is in a constant transition, but I believe at this point it's a little bit more active. The Institute is working in a way that it has the good and old established tradition, but it really encourages all the young people to bring new ideas, to bring new challenges, to bring innovative approaches. Ein weiterer Punkt ist aufgrund des auch demografischen Wandels am Institut, dass wir sehr viele junge Forscher und Forscherinnen jetzt aufgenommen haben, und weil die Älteren doch in Pension gegangen sind, bringt das auch sehr viele neue Ideen und Einsichten, was auch methodisch und datenmäßig etc. betrifft. Ja, die Kooperation zwischen älteren und jüngeren Kollegen am Institut läuft, glaube ich, ganz gut. Es ist eine Bereicherung, dass junge Kollegen uns auch die Augen für neue Methoden öffnen. Daten in Real-Time quasi aus dem Netz heraus, auch beispielsweise in Online-Tracker auf unserer Webseite verfrachten können und mit denen wir dann quasi kurzfristig Analyse betreiben können. Gleichzeitig braucht es aber auch die klassische Form der registrierten Datenerhebung, wie sie eben auch die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch beherrschen. I think it's a great thing because the younger researchers would have maybe more digital skills or technical skills that are quite state of the art, while the older generation of economists would tend to really have a lot of knowledge regarding many of the historical events as well from their own perspectives. Ich versuche Daten aus unterschiedlichen Quellen so aufzubereiten, dass sie einfach für die Forschung verwendbar sind. Und die große Problematik heutzutage ist, dass es eine riesige Menge an Daten gibt. Und diese riesige Menge an Daten und unterschiedlichen Quellen muss in einer Weise kanalisiert werden, dass das eben in einem Fluss sozusagen zur Forschung fließt. I'm pretty much into this. And I think this is also the future of, I mean, this is not only the future, I think it's the present of the current macroeconomic analysis, at least. Die spannendsten Daten meiner Meinung nach sind klarerweise Daten, die zum Beispiel von Benutzern generiert werden. Also wo wirklich die Interaktion von einzelnen Individuen Daten generieren. Als Beispiel könnte man eben auch wieder diese Google Trends anführen. Das betrifft aber auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Patterns, also Muster von Bewegungen von Individuen, wo man quasi diese Flows nachverfolgen kann und daraus Trends ablesen kann. Working with the observational data, including those which we see on the maps, right? This is a very rich source of information which we have to exploit to get a better understanding how humans interact with each other. Well, my favorite source is the one which I worked most with in my personal practice. These are the nighttime lights. Und das Problem ist ja, was wir bei makroökonomischen Daten oft haben, dass diese ja mit einem sogenannten Lag, also mit einer Verzögerung kommen. Wenn ich jetzt Tagesstunden oder Sekunden aktuelle Daten habe, die ich aufregieren kann und daraus Trends ablesen kann, bin ich natürlich da im Vorsprung. Das heißt, ich könnte tagesaktuelle Daten verwenden, um zumindest eine Idee von einem Trend zu bekommen und könnte viel schneller darauf reagieren. At the moment we don't have proper estimations of the GDP of Ukraine falling down by how much percent. We have only guesstimates. Now, you don't need to be a great economist to see how much the economic decline was, how big it was just one year after. So this is March 2022 and you see that. Just look at Kyiv. Almost every single city in Ukraine, and we're talking about major cities, it went dark. It's always tempting to let data speak and to see what data tells us then. But from the perspective of the good classical research approach, it's always necessary to start from the question and then go into the data, basically, and to have, and if possible, have the theory behind it. Numbers are important, data is very important, but if you cannot interpret it and you do not have the knowledge and the context to interpret it, it's basically useless. And I think that continues to be something that we, in our institute,
are good at, I think, in the areas, in our thematic, in our regional areas of expertise, we have the ability to interpret data in a way that an academic audience, a policy audience, a business audience finds useful. Die Datenlage hat sich in der Tat über die letzten Dekaden sehr stark verändert. Es kommen neue Datenquellen zutage. Wir in der ÖNB stellen zum Beispiel Mikrodaten über Haushalte in Osteuropa zur Verfügung. Und wir sind dankbar, je mehr Analysten und Player es gibt in der Forschungsszene, die das aufgreifen können und analysieren können. Das heißt, es ist genau deswegen, weil so ein Wust an Daten da ist, wichtig, die Brille zu haben, was sind quantitativ hochstehende Daten und dann eine gute Analyse drüberlegen zu können. Und das können die Leute hier, die Expertinnen und Experten am WEW, sehr gut. Das WEW ist ein relativ kleines Wirtschaftsforschungsinstitut, das kleinste von denen, die das BMF unterstützt. Aber es ist gleichzeitig ein Institut mit einem sehr, sehr hervorragenden Ruf, vor allem international. Ich wünsche mir, dass das Institut auch in den nächsten Jahrzehnten verstärkt in der gesamteuropäischen Diskussion über Wirtschaftspolitik teilnimmt und hier diesen ganz speziellen Fokus auf die Peripherie Europas beisteuern kann. Ich glaube, das ist etwas, was beispielsweise in den Diskussionen in Brüssel fehlt. Da wird noch immer die alte EU-15 diskutiert. WIIW is indeed one of the leading institute researching, understanding and explaining EU enlargement. Die Kommission ist durchaus interessiert an neuen Wissen, das generiert wird. Auch die Mitglieder des Europäischen Parlaments beispielsweise. Es gibt also einige Studien, wo wir auch in direkten Kontakt beispielsweise eben mit Parlamentariern in Brüssel sind. Hier gibt es also durchaus Interesse. The reformist zeal, which was so present and prevalent in the run-up to the EU accession, seems to have evaporated once countries joined the EU. And yet, many challenges remain. During the last decade, we observed very little progress in terms of improving quality of institution, quality of governance in the new EU member states. Because this was probably a missing link in the past 20 years of EU enlargement, when there was a strong focus on legal harmonization, even political institutions, in addition to economic competitiveness, but not necessarily a convergence in terms of social standards. And this probably deserves a greater attention when it comes to the further integration process in the Western Balkans. Wir wissen, dass die Beschäftigungszahlen oder der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung in Osteuropa, teilweise auch in Westeuropa, stark zurückgehen wird, was einen sehr viele Forschungsfragen über einerseits Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, aber auch Sozialsysteme aufbereitet. Some of the migrant workers at the time of the lockdowns were absolutely essential in the West European economies. Nevertheless, the lockdown froze cross-country mobility in the European Union. And this invites a completely new assessment of asymmetric situations, what concerns the division of labor in Europe, but also for example, health and safety standards. New themes that historically have not been too much of a focus of the Institute now become unavoidable, and we have to adapt to those as well. That means the green transition, what that means for the economy, that means more of a focus on the gender aspect of what we do, means more focus on digitalization, automation. We see these things really becoming extremely important in our work. Zum Beispiel, wie bringt man die Investitionen auf den Boden, die wir brauchen, um Klimawandel und Digitalisierung zu meistern? Oder wie schaffen wir es, dass die Europäische Union institutionell handlungsfähig bleibt im Bereich der Wirtschaftspolitik? Also zum Beispiel in der Frage Integration, stärkere Integration der Fiskalpolitik oder Budgetpolitik. Oder auf nationaler Ebene beim Sozialstaat, wie machen wir den krisenfester? Also ich glaube, da kann man irgendwie auch Möglichkeiten orientiert in der Forschung viel beitragen. I think health economics is becoming important because the pandemic has shown that
health crisis can affect, can result in economic crisis. I think post-pandemic, it will be a lot about green economy, about greening the world and moving away from brown industries towards green industries. So, das sind die Fragen, wie die Konvergenz oder die regionalen Entwicklungen in einem geeinten Europa zusammenspielen können. Da gibt es so viele verschiedene Themen, die eigentlich für die Ökonomie und die Wirtschaftsforschung relevant wären, wo ich glaube, dass das WIW viel helfen kann. Ich war das erste Mal 1996 im WIW und das war die heiße Phase des heißen Ostens der Transformation, wo ich die Experten hier, ich war damals in einer Commerzbank tätig, befragen konnte, was sind das für Ökonomien, wie ticken die. Über 30 Jahre hinweg haben sich die Themen stark verändert, aber jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ist es klar, dass wir diese strategische Analyse dringender denn je brauchen. Die Entwicklung der Energiesysteme, Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklungen, die jetzt besonders aufgrund des Russlandkrieges gegen die Ukraine eine besondere Dynamik entwickelt haben. Like all the destructions caused by war, they will leave a mark, obviously, on the economic development of Ukraine. But in a way, all the current circumstances and all the developments of the recent months, they bring Ukraine, despite all the horrors of war, they bring Ukraine closer to Europe. Mit 50 Jahre Erfahrung ist ein unglaublicher Schatz gegeben, aus der Vergangenheit zu lernen und jetzt in diesen schwierigen Zeiten wirklich auch zu Prognoserechnungen zu kommen, die eben getragen sind vom Wissen. Und dieses Wissen ist im breiten Umfang da und für Wien ist dieser Blick nach Osteuropa, Südosteuropa weiterhin von ganz, ganz großer Bedeutung. Wien hat noch immer diese geografische Lage, die es, glaube ich, auch in Zukunft als den Ort festmachen wird, an dem Mittel- und Osteuropa am besten analysiert werden kann. Wir haben ja in Wien das größte Weltbankbüro außerhalb Washingtons, außerhalb der USA. Und das Weltbankbüro ist hauptsächlich für den Westbalkan zuständig und genau da braucht es auch viel Expertise und Input von Instituten wie dem WIW. Also wir sind sehr glücklich, dass wir es hier haben. Der Blick in die Zukunft ist für die Wirtschaft entscheidend, für ein Unternehmen, aber er ist noch viel wichtiger für die Politik. Und warum ist er noch viel wichtiger für die Politik? Weil wir hier den Rahmen bilden müssen, dass Unternehmen gut wirtschaften können. Und diesen Rahmen muss man mit einem gewissen Weitblick entwickeln und da braucht man Profis, die sich mit diesen Themen auskennen, die international eine Situation einschätzen können und vor allem die Entwicklungschancen abwägen. Und deshalb ist ein Institut, insbesondere hier in Wien zu haben, ganz wichtig. Ja, wir leben natürlich in sehr unsicheren Zeiten. Wir haben vor allem irgendwie ein Zeitalter der sehr großen Wirtschaftskrisen. Jetzt hat man die Finanzkrise, die Covid-Krise, jetzt die Krise wegen des Kriegs in der Ukraine. Aber ich glaube, die Rolle von Forschung zur Wirtschaftspolitik kann irgendwie zum Beispiel auch sein, ganz pragmatisch und konkret zu zeigen, wie zum Beispiel Stabilisierungspolitik in diesen Krisen funktionieren kann, wie die gut funktionieren kann. Und dass dann sozusagen vielleicht die ganz pessimistischen Prognosen auch gar nicht erst eintreten müssen. So I think in this decade already we have seen that there is a lot of exogenous shocks that are impacting the economy. And I think this is a very good reminder for economists that we simply cannot live in isolation. We cannot use models which rely on complete rationality, for example, and that we have to acknowledge as economic researchers that there is an inherent need for interdisciplinary work. Diese unterschiedlichen Perspektiven, die in diesem Institut versammelt sind, ermöglichen es einfach, in einem pluralen, könnte man sagen, breiteren Spielraum zu denken und zu überlegen, was wären denn Alternativen für die europäische Entwicklung, worum geht es, welche Institutionen sollen aufgebaut werden, welche Leitlinien brauchen Ökonomien, damit sie sich gut entwickeln können. Ich glaube, das WIW ist hervorragend geeignet, um diese Fragen beantworten zu können. In the Balkans, I think we are still having unresolved historical issues from the past, and unfortunately, policymakers are focusing too much on that. So the issue is about basic communication sometimes with scientists and focusing away from the past towards future
and sticking on to the science. Bridging that gap between science and policy making is part of a political progress. Independent institutes, like the Vienna Institute, can speak truth to power. They can also provide important, credible messaging to the European Union authorities and member governments about how the current discussions and discourse about further EU enlargement affects candidate countries. And das können wir uns in einem Ministerium auch gut reinversetzen, weil unsere Chefs oder Chefinnen in der Vergangenheit natürlich faktenbasierte Beratung von uns haben wollten, auch unangenehme Wahrheiten hören wollten, aber natürlich nicht so begeistert sind, wenn oder wären, wir tun das ja in der Regel nicht, nicht so begeistert werden, wenn wir diese unangenehmen Wahrheiten in die Öffentlichkeit raustragen und die dann als Vorwürfe gegen die eigene Ressortleitung kolportiert werden. Das ist ein Mechanismus, der dann in der politischen Entscheidungsfindung nicht hilfreich ist. Ich glaube, die Aufgabe der Wissenschaft für eine gute Politik wäre, die Fakten bereitzustellen, Alternativen zu diskutieren, auf institutioneller Basis Leitlinien für die Entwicklung geben zu können. Aber das setzt natürlich eine Politik voraus, die bereit ist, auf Fakten basierend Entscheidungen zu treffen. Und da ist man sicher nicht bei allen politischen Akteuren und Akteurinnen wirklich sicher, dass die das auch tun wollen. Also meine Vision ist eigentlich, dass man sozusagen so möglichkeitenorientiert forscht. Also dass man quasi auch schaut, wir haben große gesellschaftliche Herausforderungen. Wir haben den Klimawandel, wir haben die Digitalisierung und sich dann auch in der Forschung zu überlegen, wie kann man mit der Forschung Möglichkeiten aufzeigen, wie man Wirtschaftspolitik so gestaltet, dass man bei diesen Herausforderungen weiterkommt. Ich wünsche dem Institut, dass es das Alte, was es gut kann, weiterbehält. Das ist für mich nämlich wirklich in die Tiefe in der Länderexpertise zu gehen. Also auch mit sprachlichen Qualifikationen genau zu verstehen, wie die osteuropäischen Nachbarländer ticken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie aber auch die Brücke zu neuen Themen schaffen. Das zeichnet sich schon ab. Green Transition, Klimawandel ist für die Länder sehr wichtig. Und dass Sie es auch schaffen, mit einer neuen Generation von Ökonominnen und Ökonomen zu arbeiten, wo wir sehen, dass die jungen Leute, die von der Uni kommen, andere Lebensentwürfe haben, flexibler sind und dass das Institut da mitgehen kann. Thank you.